Hallo, Agapios, ich habe Neuigkeiten, aber leider keine guten. Du bist zurück. Was hast du erfahren? Die Messer haben ihr Lager auf Skyros. Sie scheinen ein Ritual beim Tempel des Achilleus zu planen. Was hast du über meinen Bruder erfahren? Lebt er? Ist er der Eisvogel? Hallöchen, Freunde, und willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Wir sind noch immer auf Euboea und machen heute weiter mit der Quest von Agapios, diesem Sklaven, der die Messer dieser Organisation hier auf Euboea zerschlagen möchte. Und wir helfen ihm dabei. Und ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Und wie ihr seht, habe ich heute eine andere Rüstung an. In den letzten Folgen hatten wir die Achilleus-Rüstung. Und heute habe ich die Rüstung von Agamemnon an. Die probieren wir heute mal aus. Am besten gleich bei dem Söldner da. Und diese Rüstung von Agamemnon, die bekommt man, indem man die Silberader zerschlägt. Es ist so ein Seitenstreifen der Kultisten. Bin gespannt, wie die Rüstung ist. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus eigentlich. Gefällt mir schon ganz gut. Und schauen wir mal. Und wir schauen dann auch mal, wie es heute läuft mit der Mission, ob wir die Messer heute down kriegen komplett. Oder wie es da zu Ende geht. Warte mal. Dämlicher Kackvogel hier. Was bist du eigentlich? Scheiß Söldner. Okay, ich bin tot. Ich bin nicht ausgewichen. Ach, scheiße, Mann. Okay, dann noch einen zweiten Versuch. Ich denke, der wird gleich wieder ankommen. Oder? Normalerweise schon. Auf jeden Fall, gestern kam meine Folge State of Decay 2 und morgen natürlich auch wieder. Schaut da auf jeden Fall gerne mal vorbei. Ich muss sagen, das DLC, das Story DLC ist verdammt cool. Macht riesig viel Spaß. Es ist zwar brutal schwer und ich bin manchmal echt frustriert, aber so im Allgemeinen muss ich schon sagen, ist das echt gut geworden. Also deutlich besser als das Hauptspiel. So von der Schwierigkeit her und so weiter. Also macht schon riesig viel Spaß. Und würde mich freuen, wenn ihr da mal reinschauen würdet. Aber jetzt sind hier schon sehr Söldner wieder da. Den schnappen wir uns gleich mal. Am besten mit einem kleinen Attentat. Dann haben wir schon mal ein bisschen mehr Damage bei ihm gemacht. Wie gehe ich denn da am besten vor? Ah, so nicht. Da hat er noch... Okay, ging noch. Ich dachte, er würde mich sehen. So. Ziehen wir schon mal ein bisschen was weg von seinem HP. Okay, ich hab sie gleich. Kommt schon, Freunde. Gleich ist sie weg. Und dann können wir loslegen mit der heutigen Mission. Was ist denn los? Tschüss. Headshot voll ins Knie. Im wahrsten Sinne des Wortes. Okay. Gut, dann haben wir den ersten Söldner heute besiegt. Der zweite folgt sogleich wahrscheinlich. Aber wir machen uns auf den Weg. Wir müssen etwas weiter ins Landesinnere, hier vorne. Da sollen wir uns zum Hof begeben. Und mit den Bauern sprechen. Okay. Mal schauen, wie es weitergeht. Ab aufs Pferd. Und los geht's. Und los. So, da sind wir auch schon, Leute. Hier vorne. Söldnerin, schnappen wir sie uns. Hä, was für eine Söldnerin? Hä? Was geht hier vor sich? Wen meinst du? Tut mir leid, Söldner. Ich hatte keine Wahl. Oh. Okay, hier sind die von den Messern. Die Soldaten. Es war ein Hinterhalt, da böse. Ihr seid ja so böse, meine Freunde. Ich habe echt Angst vor euch. Oh, kommt ihr da alle runtergedroppt hier? So, ihr habt da eh keine Chance. Oh nein. Ich darf die Kontaktperson nicht wieder mit dem Stun wegballern, so wie die Frau in der letzten Folge. Es war echt blöd gelaufen. Ja, warte mal. So. Hör mal auf. Ey, gibt's denn das hier? Okay, der letzte noch und dann haben wir alle. Die waren keine große Bedrohung für mich. Diese kleinen Fürze. Aber da kommt ein Söldner wieder angestiefelt. Oh nee, ey. Dass die mal sofort wissen, wo ich bin, das ist so nervig. Ich hasse das. Wir warten mal gerade auf den, bis er hier oben ist. Und dann bekämpfen wir den auch noch. Oder er geht geradeaus, ach so. Oder geht er jetzt doch hier hoch? Wo geht er lang? Ich gehe mal zu ihm runter. Ah, er kommt doch hoch. Okay. Interessant. Jetzt geht er doch noch da. Junge, entscheide dich doch mal, Kollege. Großer Klopsomat. Dein
Der hat schon sehr viel Leben anscheinend. Aber kriegen wir auch hin. Okay, da hinten kommt der dritte Söldner auch schon an. Der wird gerade von meinem Adel noch beschäftigt, aber er ist auch gleich da. Ich hoffe, bis dahin habe ich den hier besiegt. Sonst wird es wieder brenzlig mit uns. Oh nein, oh nein. Direkt vergiftet worden. Oh, das ist nicht so cool. Vergiftung ist ganz und gar nicht cool. Das ist ein Trick, ja. Warte, ich zeige dir den Trick gleich nochmal, wenn ich den anderen besiegt habe. Das ist echt gemein. Ja, genau, schieß mich da ab. So, der ist besiegt. Okay, der Große ist down. Jetzt noch den hier. Ich hoffe, den schaffen wir auch. Na komm. Lass dich ordentlich vermöbeln von mir. Sie ist weg. Jawohl. Das hat geklappt. Ein Glück. Die war ganz schön hart, muss ich sagen. War gefährlich mit den Giftpfeilen. Aber wir haben beide besiegt und jetzt können wir endlich mal loslegen mit der Mission. Ich glaube, ich bezahle gerade mal das Kopfgeld. Sonst kommen wir nie voran. Wir haben ja jetzt schon 3 besiegt, das reicht für heute, oder? Ich glaube schon. Aber gut, wir reden mit dem Bauern. Der ist ein bisschen rot im Gesicht. Bestimmt die Sonne. Was hatte das zu bedeuten? Es tut mir leid, Söldner. Sie wussten von dir. Sie haben mich bedroht. Die Messer könnte ich wirklich nicht leiden. Verständlich, aber mach dir darüber keine Sorgen. Du hast ihnen gesagt, was du musstest, um zu überleben. Das ist keine Schande. Danke. Es ist schön, dich wiederzusehen. Bist du hier, um Olivenöl zu holen? Nein, ich bin hier, um mit dir über die Messer zu reden. Dazu habe ich nichts zu sagen. Hör zu. Ich arbeite mit dem örtlichen Archon und seinem Gehilfen Agapios zusammen, um die Messer zur Strecke zu bringen. Doch damit uns das gelingt, muss ich von dir wissen, was du weißt. Du willst nicht wissen, was ich weiß. Glaub mir. Sag's mir. Neritos. Sein Name ist Neritos. Nein. Das kann nicht sein. Ich werde es ein für alle Mal beenden. Also doch, Leute. Das war Agapios letzte Spur. Ich muss ihm sagen, was ich erfahren habe. Er wird es sicher nicht gerne hören. Nee. Naja, wir wollen mal diese schlechte Nachricht dem Agapios überbringen. Bin gespannt, wie er darauf reagieren wird. Wahrscheinlich nicht so gut. Hallo, Agapios. Ich habe Neuigkeiten. Aber leider keine guten. Du bist zurück. Was hast du erfahren? Die Messer haben ihr Lager auf Skyros. Sie scheinen ein Ritual beim Tempel des Achilleus zu planen. Was hast du über meinen Bruder erfahren? Lebt er? Ist er der Eisvogel? Es tut mir leid, Agapios. Neritos ist der Eisvogel. Er steht hinter den Messern. Neritos hat sich ständig nur Ärger eingehandelt. Ein Tempel für Achilleus auf Skyros, sagst du? Agapios! Halt, Sklave! Halt, Sklave! Wache! Wache! Nein! Dieser Mann verdiente sich seine Freiheit vor langer Zeit. Dank dir wurde das wahre Gesicht der Messer enthüllt. Und Oboja hat eine Chance zu überleben. Du hast dir deine Belohnung verdient. Obwohl ich fürchte, dass es nicht reichen wird, Skyros zu stürmen. Der Eisvogel hat sich jahrzehntelang im Schatten versteckt. Es wird nicht einfach, das zu beenden. Hilf mir. Hilf, Euboja. Das werde ich tun. Und zwar mit Vergnügen. Ich tue, was ich kann. Gut, gut. Ich führe einen kleinen Trupp zum Schmugglerhafen auf Skyros. Triff mich dort und wir werden die Messer gemeinsam zerschlagen. Okay, das machen wir. Gut, spitzfindig, Quest abgeschlossen. Aber es geht noch weiter und hier vorne ist ein guter Agapios. Ein Glück rennt er nicht einfach alleine weiter. Wie, hä? Erschreck dich doch nicht so, du kennst mich doch. Hey, nicht weglaufen, du kennst mich. Okay, Skyros ist relativ weit weg, what the fuck? Wo ist das denn bitte? Hallo? Ach da. Ja gut. Die Nebeninsel ist aber doch recht weit weg von uns aus gesehen. Wir reisen hier gerade mal zu unserem Schiff. Haben wir da stehen lassen. Vor 2 Folgen.
Nun ist der Weg gar nicht mehr so weit. Aber bis gleich. Da vorne ist der Schmugglerhafen. Gleich sind wir da. Und dann geht es los mit der Attacke. Hier ist auch gleich eine Anlegestelle. Ja, mach ich. Bring uns sachte rein. So. Sachte genug, Barnabas? Ich glaube schon, oder? Wir könnten mit den Männern von unserem Schiff da locker einmarschieren eigentlich. Jetzt muss ich den Archon finden. Ja, okay. Ich hoffe, unsere Truppen hier überleben vom Archon. Okay, die Schlacht um Euboea sozusagen. Für die Gerechtigkeit. Kommt her, ihr Schweine. Okay, wir haben, glaube ich, fast alle besiegt. Da vorne ist noch ein El Klopso Grande. Wer bist du? Bist du ein Gegner? Ich glaube schon, ne? Ja. Unsere Verbündeten sind die Blauen. Also, sprich, Athena-Soldaten im Prinzip. Ja, er hat ihn fertig gemacht. Perfekt. Oh, ne, doch nicht. Junge, er lässt sich von dem noch killen. Jammerlappen. Das gibt's doch nicht. Also, da ist noch ein Gegner bei unserem Archon-Kumpel. Er hat ihn aber besiegt. Ey, hört auf, ihn anzuschießen. Schweinepriester. Hier, Weichei, Schuppen Junior. Oh, ich bin fast tot, Alter. Wo kommt der noch her? Sind doch mal auf den Archon als anzuballern, das nervt. Wo ist denn der? Da hinten. Heute lerne ich was? Sag nochmal bitte. Junge, dass die immer wegrennen müssen, das geht mir so auf den Zwirn. Können nichts außer wegrennen hier. Tschüss. Okay, ich hoffe, der stirbt nicht. Warte. Hier. Großer, kämpf mit mir. Okay, das war's fast. Dürfte er eigentlich jetzt down sein? Na komm. Und wie viel Leben hat er denn? Lass doch mal gut sein jetzt. Danke. Okay, aber die anderen sind alle gestorben von dem Archon. Alle normalen Truppen. Scheiße, nee. War nicht so gut. Söldner, du bist gekommen. Wir brauchen dich jetzt mehr denn je. Bitte hilf uns, den Messern den Rest zu geben. Bin dabei. Wenn die Informationen, die du beschafft hast, richtig sind, wartet am Tempel nicht nur der Eisvogel, sondern die ganze Führungsriege der Messer. Du kannst sie alle ausschalten und Euboea von ihnen befreien. Agapios wird nicht wollen, dass sein Bruder zu Schaden kommt. Ich liebe Agapios, aber Euboea steht an erster Stelle. Wenn das alles vorbei ist, werde ich dafür sorgen, dass deine Belohnung zu deinem Schiff gebracht wird. Euboea dankt dir für deine Dienste. Söldner, die Messer wissen, dass wir hier sind. Wir müssen uns beeilen. Ich glaube auch, dass sie wissen, dass wir hier sind, oder? Jetzt so, wenn man hier mal hier vorne hinguckt, aber ist nur eine Vermutung. Naja, wir gehen zum Tempel und konfrontieren den Neritos. Genau, der Tempel ist da oben auf der Klippe. Warum auch nicht? Oh, hier vorne geht's noch weiter. Alter. Die Messer werden sich nicht kampflos ergeben. Nee, anscheinend nicht. Ich helfe denen gerade mal hier, dass die Leute vom Archon nicht mit ihrem Leben bezahlen müssen. Es sind genug Leute jetzt gestorben. So. Ich bin oben. Du weißt so viel über mich, nicht wahr? Das wurde also aus meinem Bruder. Du kommst zurück aus dem Hades, zurück ins Leben, nur um die Leben anderer zu nehmen? Nicht aus dem Hades, Rotkehlchen. Vom Grund des Meeres. Poseidon schwieg, während ich ertrank. Ich rettete mich. Ich. Es gibt keine Götter, nur Sterbliche. Wenn du das weißt, weißt du alles, was du brauchst, um die Welt zu beherrschen. Nicht jeder will die Welt beherrschen. Einige wollen nur darin leben. Ah, ein Söldner. Eisvogel. Nein, sein Name ist Neritos. Er ist mehr als ein Deckname, den du auslöschen kannst. Er ist mein Bruder, meine Familie. Familie ist alles, was zählt. Ja, ja. Niemand muss hier sterben. Hör zu, Bruder. Bitte! Du warst ein Sklave, Bruder, aber die Welt ist meine Sklavin. Ihre Wunder, ihr Wein, ihre Bewohner. Wir könnten gemeinsam herrschen,
Wir waren immer dazu bestimmt zu fliegen, Rotkehlchen. Agapios, du kannst dem Eisvogel nicht trauen. Denk an das, was er unserem Volk angetan hat. Denk an die Leben, die er zerstört hat. Er ist mein Bruder. Ich kann ihn retten. Ich weiß, ich kann ihn retten. Bitte, mein Herr, Söldner, es gibt keinen Grund für Gewalt. Ich glaube nicht, dass er sich da umstimmen lässt, aber nur du kannst deinen Bruder retten. Du kennst ihn besser als jeder andere. Als wir uns trafen, sagtest du, ich könnte dir trauen. Danke, dass du mir traust. Bin mal gespannt, wie das ausgeht. Neritos, Bruder, erinnerst du dich an unsere Jugend, als wir durch die Straßen von Kalkis liefen? Vater hinter uns her. Er konnte keine Vögel fangen, also wurden wir zu Vögeln. Das Rotkehlchen und der Eisvogel. Die können wir wieder sein. Skyros und Euboea und die Messer, das lassen wir hinter uns. Und nie zurückkehren? Wir können fliegen. Dann flieg, Rotkehlchen! Flieg! Nein! Es war so klar. Leb wohl, Bruder. Die Messer gehören mir. Die griechische Welt gehört mir. Das wird mir niemand nehmen. Mein Bruder nicht und auch du nicht. Söldner! Das gibt es nicht, du Arschloch. Wie konntest du sowas tun? Dein eigener Bruder. Dreckschwein. Tschüss, flieg gut, du Jambel. Ich hatte die Hoffnung, dass er... Ich wollte halt dem Agapios die Chance geben, das selbst zu lösen. Weil es sein Wunsch war. Ich weiß nicht, ob das das Richtige war oder... Ob ich gegen seinen Willen hätte agieren sollen. Aber ja... Ist immer falsch, wie man es macht. Wobei ich auch nicht weiß, ob es da überhaupt jemals zu einem anderen Ende gekommen wäre. Naja, ist jetzt Geschichte. Ist auf jeden Fall eine Schweinerei, dass er seinen Bruder da die Klippe runterwirft. Das ist absolut heftig. Aber er ist ja selbst geflogen, zum Glück. So wie der hier. Und die beiden auch. Tschüss, Leute. Und du auch, bitte. Okay, das war's mit allen. Sie sind Geschichte. So, Archon. Agapios, mein ältester Freund. Ich hätte dich nie gehen lassen dürfen. Warum ließ ich dich gehen? Du hast Agapios ein großes Geschenk gemacht. Er war frei. Für einen Moment. Ein Moment? Ich schätze, keiner von uns bekommt je mehr als das. Jetzt, da der Eisvogel und seine Stellvertreter tot sind, sind die Messer Geschichte. Euboea ist frei, dank dir. Ich hoffe, das war das alles wert. Es geht um Freiheit. Die ist jeden Preis wert. Hiere. Held von Euboea. Oha, Leute. Ja. Immer dieses Drama. Das Rotkehlchen und der Eisvogel. Wenn man seiner eigenen Familie nicht trauen kann, wem dann? Tja. Es tut mir leid für ihn. Boah, Alter, die Aussicht schon wieder hier. Unfassbar. Das Spiel ist einfach wunderschön. Kann ich jede Folge wieder sagen. Hier vorne ist noch ein Aussichtspunkt. Den synchronisieren wir noch. Und dann schauen wir mal, ob wir noch irgendwas machen können. Was Kurzes hier. Okay, das war's damit. Und dann schauen wir mal auf der Karte. Gibt's hier auch eine Mission auf Skyros? Ich glaube nicht, ne? Hier gibt's nur Gyros. Ja. Nee, anscheinend wirklich nicht. Wollen wir nochmal zurück nach Euboea? Können wir da noch was machen? Vielleicht
Naja, nicht so richtig, ehrlich gesagt. Ja. Was nu? Komm, wir gucken nochmal bei. Wir gucken nochmal bei Daphne vorbei und geben die Hörschuh ab. Ja, da bin ich auch schon wieder. Mal schauen, wie sie sich freut über ein weiteres Fell und über unseren Besuch. Bestienbezwinger, ich bin froh, dich wiederzusehen. Na, das ist aber schön. Das Fell der kerenidischen Hirschkuh. Ich erinnere mich, wie ehrfürchtig ich war, als ich einmal durch die Bäume einen Blick auf sie erhaschte. Ja, die Hirschkuh ist auf jeden Fall eines der schönsten Tiere, die ich bisher besiegt hatte. Es war eine Ehre, ein so edles Tier zu jagen. Nach all dem Leid und Tod, das ich sah, ist der Anblick eines solch würdevollen Tieres wie diesem... Mir fehlen die Worte. Artemis tat recht daran, dich zu mir zu bringen. Das Herz eines Kriegers schlägt in dir. Doch da ist auch Güte. Okay. Ich will sagen, dass ich besser mit dem Speer umgehen kann als mit Worten. Ruhig. Ein wahrer Jäger zielt auf das Herz. Daphne, ich... Lassen wir die Worte hinter uns. Okay, los geht's. Und direkt wieder die Rüstung an. Okay. Gut. Die Quest hätten wir auch abgeschlossen. Dafür bekommen wir... etwas, oder? Bestienbezwinger. Ich bin froh, dich wiederzusehen. Ich komme zurück, Tschüss. Wenn ich die Felle habe. Okay, Leute, dann würde ich sagen, beenden wir das an der Stelle. Wir können schon mal gucken, wo wir in der nächsten Folge hingehen. Euboea mache ich dann wahrscheinlich offscreen fertig. Also so die Fragezeichen abklappern und die Aussichtspunkte freischalten und so. Das ist ja nur Standardkram. Aber wir könnten mal gucken, wo wir denn dann weitermachen wollen. Was ist hier hinten für eine Mission? Der wahre Mörder. Ach stimmt, da waren wir schon mal auf Tarsos. Genau. Das war aber eine eigenständige Quest, da haben wir da nicht weitergemacht. Bei Attika waren wir schon fertig mit Missionen. Also das ist abgeschlossenes Gebiet. Dann könnten wir vielleicht mit Biotien weitermachen. Und vielleicht diese Mission hier machen. Oder auch diese hier, eine Lebensaufgabe. Das hier war Sphinx, das ist auch eine Odyssey-Quest. Könnten wir vielleicht mal angehen. Wäre, glaube ich, keine schlechte Idee. Ja, dann machen wir das. Vielleicht gehe ich schon mal hier hin zu dem Aussichtspunkt und dann können wir dann gleich hiermit anfangen beim nächsten Mal. So machen wir das. Okay, da sind wir. Sieht auch richtig cool aus von hier aus, wo wir hier stehen. Und ich muss sagen, die Rüstung ist schon ziemlich nice. Kann ich die auch ohne anziehen? Moment. Ohne Helm meine ich, dass ich den Helm nicht sehen muss. Moment. Genau so. Okay. Ja, geht auch, ne? Auf jeden Fall. Aber ich finde im Allgemeinen das irgendwie cooler, wenn der Helm dabei ist. Jedenfalls, wenn der Helm ganz gut aussieht. Aber gut, dann soll es das für heute gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, meine Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Und bis zum nächsten Mal. Schönen Tag noch. Und bis dann. Tschüss.